Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge The Planet Crafter. Jetzt nehmen wir mal hier das Uran mit. Wenn das hier schon so rumliegt. Liegt aber auch nur hier, weil wir ja vorhin die Rakete gezündet haben. So, ich hoffe, da ist jetzt wieder ein bisschen Aluminium drin. Sehr gut. Weil ich habe schon wieder zwei Sachen freigeschaltet, während ich hier ein bisschen umgebaut habe und gefarmt habe. Wir haben nämlich einmal das Biolabor freigeschaltet, das sehen wir hier. Und wir haben einmal ja, was haben wir denn noch freigeschaltet? Oder war es doch nur das Biolabor? Ah ne, Rucksack Tier 5 haben wir hier freigeschaltet. Und jetzt haben wir natürlich den Algen-Dingensbummens freigeschaltet. Den Algengenerator. Ja. Weil wir brauchen für fast alles jetzt neuerdings Superlegierung, ey. Also unser Planet tut langsam hier Wasser erzeugen. Finde ich nicht so geil. Noch ein Kobalt. Was brauchen wir noch für? Und ein Titan. Okay. Ja, wir haben das Uran bei uns. Jetzt haben wir Rucksack Stufe 5. Energietechnisch sieht es bei 68 noch aus. Okay. Magnesium war das. Ja, es bleibt auf jeden Fall bei 1300. Sehr gut. Gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen weiter das Uran einsammeln. Weil dafür haben wir ja schließlich die Rakete abgeschossen. Hier, das kann ich schon nicht einsammeln. Da muss ich warten, bis das Wasser wohl steigt. Aber was hier so eine Rakete an Uran bringt, ne? Schon Wahnsinn. Und zumal, es bringt uns sogar ja noch die Vorteile, dass wir unsere Wärmeproduktion auch noch schön ankurbeln können. So, war das hier jetzt das letzte? Da hinten nicht noch was.
Und sehe ich jetzt hier gerade kein Uran mehr. Und dann bringen wir das mal zur Base. Ja, die zwei nerven mich jetzt hier gerade noch ein bisschen, dass ich die jetzt noch nicht abbauen kann. Egal. Da machst du jetzt gerade nichts. Gleich mal noch direkt ein Stäbchen. So. Wie sieht hier aus? Kann ich alles wieder einsammeln? Dann sind unsere Auberginen ja auch schon fast voll, ne? Ja. Dann tauschen wir das mal aus durch den hier. Wir haben auch nur einmal Kürbissamen bei, oder? Ne, da. Mal zwei. Okay. Wir machen hier trotzdem Aubergine hin. So, gut. Können wir jetzt mal wieder gucken, was unsere Kisten so hergeben? Weil wir brauchen deutlich mehr Aluminium, damit wir Superlegierungen herstellen können. Vielleicht sollten wir bei Gelegenheit auch einfach mal noch einen zweiten dahinstellen. Aber da brauchen wir erst Osmium wieder für, ne? Auch jetzt so lala. Hier ist ja auch eine eingeschlagen, ein Metroiden. Nehmen wir auf jeden Fall hier mit. Uran kann man immer gebrauchen, wenn wir da einfach nur Kernkraftwerke rausmachen. Aber wir brauchen sie. Wow, nur ein Aluminium, das ist jetzt nicht gerade viel. Also die Produktion war jetzt eher mau. Aber kein Ding, jetzt gucken wir mal, was bei Iridium noch los ist. Weil das brauchen wir ja auch. Da war auch wieder ein bisschen was bei, was wir gebrauchen können. Den Rest müssen wir halt wegbringen erstmal, ne?
Portal, da brauchen wir. Da brauchen wir Dingens für. Mehr Iridium. Damit wir auch erstmal ein bisschen Platz haben hier. Lass erstmal wieder da rein. Sind 7 erst, ein bisschen müssen wir noch warten. Aber wir haben schon mal 2 Superlegierungen wieder. Eisen und Titan fehlt mir. War schon mal Nummer 3. Perfektem Ort, Pflanzen anzubauen. Das ist jetzt eine Frage der Frage, aber das bauen wir hinterher an. Hier können wir eh nicht machen, können höchstens jetzt wieder rüberfliegen, um zu schauen, ob wieder Ressourcen drin sind. Also ich würde gerne wieder eine Rakete zünden, aber geht ja leider nicht, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Ich sag ja, eventuell müssen wir hier echt noch einen zweiten hinstellen, damit wir mehr Aluminium bekommen. Wow, ein Aluminium nur wieder drin gewesen. Das ist echt wieder viel. Nämlich nicht. Da ist dann echt die Frage, ob wir da nochmal Uran hochjagen sollen, also die Wärme hochziehen sollten. Oder ob wir nicht den Luftdruck hoch machen. Da ist echt die Frage jetzt der Fragen. Das ist jetzt die Frage der Fragen.
Ich glaube, diesmal wird das nichts mit dem Sauerstoff. War gerade eben noch. Gerade eben noch. Weil Uranstäbe haben wir jetzt im Moment 3 Stück. Das sollte ja erstmal reichen, wenn wir ein neues Kernkraftwerk brauchen. Ja, genau. Fall auf der anderen Seite wieder runter. Ja, dann würde ich sagen, wir machen Luftdruck. Ja, genau. Luftdruck war ja jetzt auch noch nicht so hoch. Jetzt ist Luftdruck auch beim 1000er. Nur halt, dass Luftdruck uns viel heißes, bessere Items gibt, die wir brauchen, ne? Hier liegt auch noch Ukran, ey. Weil im Moment wäre hier jetzt echt wichtiger. Iridium zu sammeln. So noch nicht dran. Ja, bin ich so nicht dran. Dann schauen wir mal hier unser Glück.
Hier liegen auch noch mal welche. Wir haben nicht auf unser Sauerstoff geachtet. Diesmal wird das nichts. Ja, doch, das lässt sich gut sehen. Aber die Frage ist, es waren ja nicht nur drei Einschläge, waren ja noch ein paar mehr, oder nicht? Komm ich da hoch? Oder ist es nicht so? Komme ich da nicht hoch? Okay, mittlerweile können wir hier unter Wasser. Ist hier vielleicht noch irgendwo was eingeschlagen? Da haben wir jetzt schon zwei Stäbe wieder, wo wir sagen können, yo, da können wir die Rakete in die Luft jagen, aber ich hätte trotzdem gerne hier noch Aluminium. Deswegen wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen jetzt unseren Iridium-Sammler. Den werden wir jetzt nicht brauchen und den bringen wir dann rüber zu Aluminium. Was machen wir jetzt erstmal? Weil wenn wir Iridium brauchen, schießen wir einfach eine Rakete in die Luft, weil wir brauchen ja sowieso dann den Bonus davon. Das schon bauen, ja. Okay, ne, jetzt gibt es noch einen Titan. Und jetzt haben wir Kernkraftwerk 2 freigeschaltet. Der würde uns dann geben. Der gibt uns 86. Und der wird uns 331,5 geben. Aber dafür brauchen wir 3 Uranstäbe. Aber das ist ja das kleinste Problem. Und schicken wir hinterher nochmal eine Rakete in die Luft. Fertig. Aber erstmal brauchen wir mehr Aluminium, damit wir mehr Superlegierungen machen können. Weil die normalen Ressourcen, die haben wir ja genug, aber nur halt nicht Aluminium.
Hat meiner schon wieder Durst. Eieieiei, was stimmt denn mit dem nicht? Ah, hier liegt auch noch was. Also ist hier zum Beispiel noch einer runtergekommen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Keine Frage. Oh, hier liegt auch noch was. War auf jeden Fall mit. Etwas ist gut. Sehr gut. Haben wir sogar 4 Stäbe aus einer Rakete bekommen. So eine Superlegierung. So, dann brauchen wir Uran, Uran. Ein Stäbchen. Und Silizium, Silizium habe ich alles. Okay. So, meine Freunde, wir werden aber auch hier jetzt erstmal wieder ein Folgepäuschen einlegen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Planet Crafter. Bis dann.